Kapitel 8. An einem kühlen, verregneten Morgen, wenige Wochen später, verließ Lukes Familie so fluchtartig das Haus, dass sie kaum Zeit hatte, sich zu verabschieden. Nach dem Frühstück schossen alle zur Tür hinaus. Matthew und Mark meckerten über ihre eingepackten Pausenbrote. Vater rief über die Schulter: »Ich fahre hoch nach Castleville, zu der Auktion. Bin erst zum Abendessen wieder da.« Mutter kam noch einmal zurück und gab Luke eine Tüte Cracker, drei Birnen und ein paar Pfannkuchen vom Vorabend. »Damit du keinen Hunger kriegst«, murmelte sie und gab ihm einen flüchtigen Kuss aus dem Kopf. Dann war auch sie verschwunden. Luke spähte durch den Türspalt, betrachtete das Durcheinander aus schmutzigen Pfannen und krümelbedeckten Tellern, die in die Küche zurückgeblieben waren. Er wusste, dass er nicht zum Fenster hinübersehen durfte, aber er tat es trotzdem. Sein Herz machte einen seltsamen Hüpfer, als er sah, dass das Fenster zugezogen war. Jemand musste gestern Abend das Rollo heruntergelassen haben, damit es in der Küche wärmer wurde, und hatte am Morgen vergessen, es wieder hochzuziehen. Luke wagte sich ein Stück vor. Ja, auch das andere Fenster war verdeckt. Zum ersten Mal seit 6 Monaten konnte er die Küche betreten, ohne Angst davor haben zu müssen, gesehen zu werden. Er konnte auf den großen Linoleum-Fußboden herumrennen, springen, hüpfen, ja sogar tanzen. Er konnte die Küche aufräumen und Mutter überraschen. Er könnte alles tun. Er streckte den rechten Fuß aus, vorsichtig. Traute sich nicht ganz, ihn zu belasten. Der Boden knarrte. Luke erstarrte. Nichts geschah, aber er zog sich trotzdem ein Stück zurück. Er ging die Treppe hinauf, schlich durch den Flur im ersten Stock, um die Fenster zu umgehen, und kletterte dann die Treppe zum Dachboden hinauf. Er fand sich selbst so widerlich, dass er einen schlechten Geschmack im Mund verspürte. »Ich bin ein Feigling, eine Memme. Ich habe es verdient, für alle Zeiten auf dem Dachboden eingesperrt zu werden«, schoss es ihm durch den Kopf. »Nein, nein«, verteidigte er sich selbst. »Ich bin vorsichtig. Ich mache einen Plan.« Er kletterte auf den Hocker oben auf der Truhe, von dem aus er aus der hinteren Ventilatorenöffnung hinaussehen konnte. Die Häuser hinter ihrem Haus waren nun alle bezogen. Er kannte sämtliche Familien und hatte sich für die meisten einen Namen ausgedacht. Bei der Autofamilie standen 4 teure Automobile in der Einfahrt. In der Goldfamilie hatten alle sonnengelbe Haare. Die Spatzenhirnfamilie hatte entlang des Gartenzahns 30 Vogelhäuschen aufgereiht, obwohl das vor dem Frühjahr völlig zwecklos war, wie Luke ihnen gerne erklärt hätte. Das Haus, das er am besten sehen konnte, unmittelbar hinter ihren eigenen Garten, gehörte der Sportfamilie. 2 halbwüchsige Jungen wurden dort, und auf der Terrasse stapelten sich Fußbälle, Baseball- und Tennisschläger, Basketbälle, Hockeyschläger und andere Sportgeräte, deren Verwendung Luke nur ahnen konnte. Heute interessierte er sich nicht für Sportarten, er wollte die Familien abfahren sehen. Er hatte schon früher bemerkt, dass gegen 9 Uhr morgens sämtliche Häuser verlassen waren. Die Kinder waren fort in der Schule und die Erwachsenen bei der Arbeit. 3 oder 4 Frauen schienen nicht zu arbeiten, aber auch sie fuhren morgens fort und kamen erst später nachmittags mit Einkaufstaschen zurück. Er musste heute nur darauf achten, dass keiner krank zu Hause blieb. Die Goldfamilie brach als erste auf. Immer 2 Blondköpfe in einem Auto. Die Sportfamilie war als nächste an der Reihe. Die Jungen trugen Footballhelme und Schutzpolster und ihre Mutter klapperte auf Pumps hinterher. Dann flutete eine ganze Wagenflotte aus den Einfahrten auf die immer noch glänzenden neuen Straßen. Luke zählte jede einzelne Person. Er gab so genau 8, dass er Striche an die Wand malte und diese am Ende 2-mal durchzählte. Ja, 28 Leute waren fort. Die Luft war rein. Luke kletterte von seinem Stuhl herab, den Kopf voller Pläne. Zuerst würde er die Küche aufräumen und dann Brot ansetzen für das Abendessen. Er hatte zwar noch nie Brot gebacken, aber er hatte seine Mutter unzählige Male dabei zugesehen. Dann konnte er vielleicht im restlichen Haus die Rollos herablassen und gründlich sauber machen. Staubsaugen konnte er nicht, das war zu laut, aber Staub wischen, schrubben und wienen. Was würde sich die Mutter freuen? Dann, am Nachmittag, ehe Matthew und Mark die Nachbarskinder nach Hause kamen, konnte er für das Abendessen etwas aufsetzen. Kartoffelsuppe vielleicht. Das könnte er von nun an jeden Tag machen. Hausarbeit oder Kochen waren ihm zwar nicht bisher sonderlich verlockend erschienen. Matthew und Mark taten es immer als Frauensache ab, aber es war besser als gar nichts. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, konnte er, wenn es heute funktionierte, den Vater dazu überreden, dass er ihn in die Scheune schleichen und mit anpacken ließ. Luke war so aufgeregt, dass er diesmal ohne weiteres nachzudenken die Küche trat. Wen störte es, wenn der Fußboden knarrte? Es war niemand da, der es hören könnte. Er holte das Geschirr vom Tisch und stapelte es im Spülbecken, wo er jedes Einzelteil sorgfältig sauber scheuerte. Er wog Mehl, Schweineschalz, Milch und Hefe ab und gab alles in eine Schüssel, als ihm anfiel, dass er vielleicht Radio hören konnte, ganz leise. Niemand würde es bemerken, und wenn, dann würden sie annehmen, die Familie habe einfach vergessen, es auszumachen, so wie sie vergessen hatten, das Rollo hochzuziehen. Das Brot war im Ofen, und Luke zupfte gerade Fusseln vom Wohnzimmerteppich, als er auf dem Kies der Einfahrt Reifen knirschen hörte.
Es war 2 Uhr nachmittags, zu früh für den Schulbus, für Mutter oder Vater. Luke hastete zur Treppe und hoffte, dass immer wer auch das sein mochte, wieder wegfuhr. Vergebens. Er hörte die Seitentür quietschend aufgehen und dann rief der Vater: Was zum... Er war früher zurückgekommen, das war nicht weiter tragisch, aber in seinem Versteck auf der Treppe hatte Luke plötzlich das Gefühl, als sei das Radio so laut wie ein ganzes Orchester und der Geruch des Brotes könnte 3 Provinzen überziehen. Luke! Brüllte der Vater. Er hörte die Hand des Vaters auf den Türgriff. Die Tür ging auf. Ich wollte doch nur helfen, sagte Luke kleinlaut. Es war ganz ungefährlich. Ihr habt die Rollos unten gelassen, also dachte ich, es wäre in Ordnung und ich habe mich vergewissert, dass keine Nachbarn mehr da sind. Und der Vater funkelte ihn an. Es gibt keine Gewissheit, erwiderte er barsch. Bei Leuten wie denen, da wird ständig ihnen was ausgeliefert. Die werden krank oder kommen früher von der Arbeit oder lassen sich tagsüber Hausmädchen kommen. Luke hätte ihm widersprechen können. Nein, die Hausmädchen kommen nie, ehe die Kinder aus der Schule zurück sind. Aber er wollte sich nicht noch mehr verraten, als es bereits der Fall war. Die Rollos waren unten, sagte er. Ich habe kein einziges Licht angemacht. Auch wenn 1000 Leute draußen wären, wüsste keiner, dass ich hier bin. Bitte, ich muss irgendetwas tun. Schau mal, ich habe Brot gebacken und aufgeräumt und... Und wenn ein Regierungsinspektor oder sonst jemand vorbeigekommen wäre, dann hätte ich mich versteckt. Wie immer. Der Vater schüttelte den Kopf und sie in einem leeren Haus frisch gebackenes Brot riechen lassen. Ich glaube, du verstehst nicht, um was es geht. Du darfst kein Risiko eingehen. Das geht nicht, weil... In diesem Moment klingelte die Uhr des Ofens, laut wie eine Sirene. Der Vater warf Luke einen wütenden Blick zu und stampfte zum Ofen hinüber. Er zog die beiden Brottöpfe heraus und knallte sie auf den Herd. Dann schaltete er das Radio aus. Ich will dich in der Küche nicht mehr sehen, sagte er. Du versteckst dich, das ist dein Befehl. Ohne sich umzudrehen, ging er hinaus. Luke flüchtete die Treppe hinauf. Er hätte gerne mit dem Fuß aufgestampft, aber es ging nicht. Lärm war nicht erlaubt. In seinem Zimmer blieb er stehen. Er war zu aufgewühlt zum Lesen, zu ratlos für irgendetwas anderes. Die Worte, du versteckst dich, das ist ein Befehl, klangen in seinen Ohren. Aber er hatte sich doch versteckt. Er war doch vorsichtig gewesen. Wie zum Beweis, zumindest für sich selbst. Kletterte er auf seinen Ausflug vor dem hinteren Ventilator und sah hinaus, auf die stille Nachbarschaft. Alle Einfahrten waren leer. Nichts bewegte sich. Nicht einmal die Fahne an der Fahnenstange der Goldfamilie. Oder die Flügel der Windmühlennachbildung der Schwarzenhirnfamilie. Doch da bemerkte Luke hinter einem der Fenster der Sportfamilie etwas aus den Augenwinkeln. Ein Gesicht. Ein Kindergesicht. In einem Haus, in dem es bereits 2 Jungen gab. Kapitel 9. Luke war so überrascht, dass er das Gleichgewicht verlor und um ein Haar rückwärts von der Truhe gefallen wäre. Bis er sich wieder aufgerappelt hatte, war das Gesicht verschwunden. Ob er sich nur eingebildet hatte? War es vielleicht nur einer der Brüder, der früher aus der Schule zurückgekommen war? Kinder wurden krank, wie sein Vater gesagt hatte, oder sie taten einfach so, als wären sie es. Luke versuchte sich genau an das Gesicht zu erinnern, das er gesehen oder zumindest zu sehen geglaubt hatte. Es hatte jünger gewirkt als die beiden Brüder, weicher, oder? Vielleicht war es ein Dieb oder ein Hausmädchen, das früher gekommen war. Nein, es war ein Kind. Ein... Er wollte nicht einmal darüber nachdenken, was ein weiteres Kind in diesem Haus bedeuten würde. Stundenlang starrte er zu dem Haus der Sportfamilie hinüber, aber das Gesicht tauchte nicht wieder auf. Bis 6 Uhr abends rührte sich nichts. Dann kamen die beiden Jungen mit ihrem Jeep angefahren, luden ihre Football-Ausrüstung aus und trugen sie ins Haus. Keiner von ihnen kam aus dem Haus gerannt und schrie irgendetwas von einem Einbruch. Und er hatte weder einen Dieb noch ein Hausmädchen fortgehen sehen. Um 6:30 kletterte Luke gerade widerstrebend von seinem Ausflug herunter, als er die Mutter anklopfen hörte. Er setzte sich aufs Bett und murmelte geistesabwesend: Herein? Sie eilte zu ihm und nahm ihn in die Arme. Es tut mir ja so leid, Luke. Ich weiß, du wolltest nur helfen und alles ist so wunderbar sauber. Es wäre so schön, wenn du das jeden Tag machen könntest. Aber dein Vater meint, ich meine, du kannst doch nicht... Luke war so mit seinen Gedanken so sehr bei dem Gesicht im Fenster, dass er zunächst gar nicht begriff, wovon sie redete. Ach so, das Brot, der Hausputz, das Radio. Ist schon gut, murmelte er. Aber das war es nicht und würde es auch nie sein. Sein Zorn kehrte zurück. Warum mussten seine Eltern so vorsichtig sein? Warum sperrten sie ihn nicht gleich in eine Truhe auf den Dachboden und ließen es gut sein? Kannst du nicht mit ihm reden? Bat Luke. Kannst du ihm nicht klar machen? Die Mutter strich ihm die Haare aus dem Gesicht. Ich werde es versuchen, sagte sie. Aber du weißt, dass er dich nur beschützen will. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Selbst wenn das Gesicht im Fenster der Sportfamilie ein anderes drittes Kind sein sollte? Was hieß das schon?
Luke und die Person von gegenüber könnten ihr Leben lang Tür an Tür wohnen und würden sich doch nie begegnen. Vielleicht sah er den anderen dort nie wieder und umgekehrt würde der Luke sicher nie zu Gesicht bekommen. Er ließ den Kopf hängen. Was soll ich denn machen? Fragte er. Es gibt nichts für mich zu tun. Soll ich denn mein ganzes Leben lang hier in diesem Zimmer herumsitzen? Die Mutter strich ihm jetzt über die Haare. Es machte ihn unruhig und gereizt. Ach, Luki, erwiderte sie. Es gibt doch so vieles, was du tun kannst. Lesen und spielen und schlafen, wann immer du Lust hast. Glaub mir, ich würde im Moment gerne meine Tage so verbringen wie du. Nein, das würdest du nicht, flüsterte Luke. Aber er sagte es so leise, dass sie ihn mit Sicherheit nicht hören konnte. Er wusste, Mutter würde ihn nicht verstehen. Angenommen, in der Sportfamilie gab es tatsächlich ein drittes Kind. Würde es verstehen, was Luke meinte? Ging es ihm vielleicht genauso?